Lamborghini oder Lamborghini, wo ich da, wo ich herkomme, da schwätzen die Leute halt noch ein bisschen anders und deswegen ist es für mich alles nicht so einfach immer und ich hoffe, du verstehst mich natürlich, gell? Alles klar. Shake it down. Moin Jungs, da bin ich wieder, euer Zeddy und ich habe ein neues Video für euch am Start und zwar in diesem Video möchte ich euch gerne den neuen Pegassi Infernus Classic vorstellen und ich habe ja heute Mittag ja bereits schon ein Video hochgeladen, das habe ich vorproduziert und jetzt möchte ich nochmal genau drauf eingehen, weil ich habe in einem Video gesagt, dass ich noch einen Speed und einen Race Test damit machen werde und deswegen dachte ich mir, ich zeige es euch jetzt auf jeden Fall mal. Im Hintergrund könnt ihr auf jeden Fall mal schon mal die ganzen Tuning-Optionen sehen, die ihr halt für dieses Auto machen könnt und ich finde dieses Auto wirklich extrem geil, mir gefällt es wirklich, weil es von vorne einfach aussieht wie der Ferrari Testarossa, da könnt ihr sagen, was ihr wollt. Ich weiß natürlich, dass es der Lamborghini Diavolo sein soll, aber halt auch nur vom Heck, weil Pegassi ist ja Lamborghini und aber trotzdem die Front ist vom Ferrari Testarossa. Rossa. So, die Tuning-Optionen, die ihr dort machen könnt, sind auf jeden Fall reichlich. Und ihr wisst ja, dass ich Europas schlechtester Tuner bin. Mir ist so die letzten Tage aufgefallen, warum das wahrscheinlich ist, weil ich einfach immer die teuersten Sachen kaufe. Und wenn man einfach immer die teuersten Sachen kauft, dann sieht das Auto vielleicht nicht so schön aus, wie man es vielleicht gern selber machen würde. Was natürlich das Auto zusätzlich noch hässlich macht, sind immer die Geländereifen, die ich auf jedes Auto drauf mache, das ich in einem Speed- und Race-Test verwende. Und nach dem Speed- und Race-Test, wenn ich dann sage, jo, das Auto verwende ich sowieso nicht in Rennen, dann kommen natürlich anständige Felgen drauf. Und für die Fahrzeuge, wo ich halt in Rennen verwende, da habe ich halt immer Geländereifen drauf, damit ich halt auch immer in der Option gleich weiß, ah, okay, das Auto mit Geländereifen, das verwende ich in Rennen. Weil manchmal bin ich mir auch nicht sicher, welches Fahrzeug im Moment aktuell das schnellste Fahrzeug in jeder Klasse ist. Deswegen ist es auch zusätzlich zu dem Ganzen, was halt Geländereifen noch für Vorteile bringen, noch so einen kleinen Denkzettel an mich, so damit es mal hier gesagt worden ist. Kommen wir nun aber zum Race-Test und zwar, da muss ich allerdings sagen, da ich heute übelst Kopfschmerzen und Halsschmerzen habe, konnte ich mich nicht so richtig konzentrieren, deswegen habe ich extrem schlechte Rundenzeiten hingelegt und auch katastrophale Runden-Gesamtzeiten und deswegen achtet da bitte nicht so sehr drauf, ich denke im nächsten Video werde ich das auf jeden Fall wieder korrigieren, aber ich habe mich wirklich angestrengt und es ging heute einfach nicht besser wie diese Zeiten. Allerdings muss ich dazu sagen, dass ich wirklich mit allen drei Fahrzeugen, die ich getestet habe, wirklich beschissene Zeiten hingelegt habe, weil ich einfach mit jedem Fahrzeug scheiße gefahren bin. Denke ich mal, ist es auf jeden Fall so ein Wert oder so ein Richtwert, wo man sich dran halten kann. Und zwar, ich habe jetzt mit dem Inferno Classic eine Gesamtzeit von 7 Minuten 36 hingelegt und eine Rundenzeit von 2 Minuten 28 auf dem Rockstar erstellten Rennen auf dem Go. Das nutze ich einfach immer, um irgendwelche Fahrzeuge zu testen, weil dort gibt es extrem viele lange Geraden und extrem scharfe Kurven, wo einfach so ein Mix aus allen Rennen ist. Und wenn ein Fahrzeug in dem Rennen gut ist, dann ist es so ein guter Mittelwert für andere Rennen natürlich auch. Und mit dem Sterling GT habe ich dann eine Runden-Bestzeit von 2 Minuten 27 hinbekommen, das ist eine Sekunde schneller. Allerdings würde ich das heute nicht unbedingt für wirklich ernst nehmen, weil ich war heute wirklich nicht gut und habe eine Gesamtzeit von 7 Minuten 38. Ich habe das Ganze natürlich auch noch mit dem Z-Type getestet, eines der schnellsten Fahrzeuge, die wir im Spiel haben und auch natürlich das schnellste Klassiker, den wir im Spiel haben. Und dort habe ich eine Runden-Bestzeit von 2 Minuten 30 hingelegt und eine Gesamtzeit von 7 Minuten 51. Und ich bin ehrlich gesagt mit dem Fahrzeug überhaupt nicht heute zurechtgekommen, deswegen vergesst ganz schnell mal die ganzen Gesamtzeiten. So, einfach nur, damit ihr so einen kleinen Richtwert habt, wo die Fahrzeuge denn ungefähr liegen. Und ich bin mit dem Infernus extrem gut zurechtgekommen, also verhältnismäßig, muss ich natürlich an der Stelle nochmal sagen. Und ich werde wahrscheinlich in Zukunft für Classic-Rennen auf jeden Fall mich für den Infernus Classic entscheiden, weil der einfach schneller ist als der Sterling GT und vom Handling her kommt er mir echt wirklich ähnlich wie ein Sportwagen vor. Dann habe ich die drei Fahrzeuge auch noch in einem Speedtest getestet, das einfach 4 Kilometer lang geht und der erste Checkpoint kommt schon nach 250 Meter. Das heißt, wer den ersten Checkpoint erreicht, kann man davon ausgehen, dass der die beste Beschleunigung hat. Und wer das Rennen nach 4 Kilometer gewonnen hat, kann man davon ausgehen, dass es ungefähr das Fahrzeug ist mit der höchsten Endgeschwindigkeit. Und dort habe ich wirklich mit dem Z-Type eine sagenhafte Zeit von 41,4 erreicht, mit dem Infernus Classic eine Zeit von 42,4 und mit dem Sterling GT eine 44,7, was mich jetzt auch nicht überrascht hat, weil der Sterling GT einfach
bekanntermaßen nicht das schnellste Classic-Sportwagen-Fahrzeug ist, das wir im Spiel haben. Und Infernus ist wirklich wesentlich schneller. Allerdings kommt ein Z-Type trotzdem nicht hin. Dann haben wir heute noch einen neuen Gegnermodus bekommen. Ich denke, viele wissen das vielleicht noch gar nicht. Und zwar mit dem Namen Rescue Reaction. Ich hoffe natürlich, dass ich es richtig ausgesprochen habe. Und dort könnt ihr wirklich extrem viel Schnellgeld machen. Und es ist diesmal kein einfach so ein Gelaber von Rockstar Games, weil die einfach wieder doppelt Geld und doppelt RP gemacht haben. Sondern ihr bekommt wirklich richtig viel Geld und richtig heftig viel RP. Und zwar, ich habe das Ganze jetzt eine Viertelstunde getestet. Und wenn ich das jetzt einfach mal hochrechne, hätte ich in einer Stunde $234.000 gemacht. Weil ich habe in einer Viertelstunde $58.000 gemacht. Und 15.000 RP und hochgerechnet auf eine Stunde sind es dann zusätzlich noch 60.000 RP. Für jeden Kill, den ihr gemacht habt, bekommt ihr 100 RP und wenn ihr die Runde natürlich gewonnen habt, bekommt ihr zusätzlich noch 2.400 RP. Also wir haben das Ganze so gespielt und zwar die Rundenzeit, die betrug 5 Minuten und wir haben auf 3 Runden eingestellt. Das sind dann ungefähr 15 Minuten mit Ladezeiten, natürlich noch ein bisschen länger, aber nicht wesentlich mehr. Und wenn man dann alle 3 Runden gewonnen hat, bekommt man dann wirklich fast $60.000 und hochgerechnet dann auf eine Stunde sind es dann über $230.000, was wirklich extrem heftig ist. Ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, diesen Gegnermodus noch zu spielen. Rockstar Games hat noch keinen Newsletter dazu rausgehauen, deswegen kann ich noch gar nicht sagen, wie lange es dort Doppel-RP und Doppelgeld gibt. Aber sobald Rockstar Games den Newsletter rausgehauen hat, werde ich euch auf jeden Fall darüber informieren. Und für die Leute, die nicht wissen, wie der Gegnermodus funktioniert, erkläre ich das euch ganz kurz. Und zwar, ihr startet da in 2 Teams, 4 gegen 4, wenn die Lobby voll ist. Und wenn ihr stirbt, dann müsst ihr einfach euren Spielern zuschauen. Und wenn euer Team einen Gegner umgebracht hat und ihr an der nächsten Stelle seid, dann werdet ihr wieder zum Leben erweckt. Und somit könnt ihr theoretisch wieder, wenn ihr stirbt, wieder zurück ins Spiel kommen. Vorausgesetzt, euer Gegner bringt einen gegnerischen Spieler um. Andersrum ist es natürlich auch so, wenn ein Gegner umgebracht wird, dann kommt er auch in so eine Warteschlange rein. Und wenn das gegnerische Team dann einen von euch umgebracht hat, dann kommt auch dieser Spieler wieder zurück ins Spiel. Das Ganze ist auch rundenbasierend. Das heißt, sobald dann ein Team das komplette Team ausgelöscht hat, bekommen die halt einen Punkt für ihre Runde. Und je nach Einstellung, die 10 Punkte erreicht hat, hat natürlich gewonnen. Vorausgesetzt, die Zeit ist davor nicht abgelaufen, sonst zählt einfach nach der Zeit, wer die meisten Punkte für sein Team geholt hat. So, das war's auf jeden Fall mit dem Video. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Ich bin an der Stelle raus, wünsche euch noch einen geilen Tag und wir sehen uns beim nächsten Video. Also Jungs, haut's rein, macht's gut, ciao, euer Zeddy.